Hey liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und einem neuen Game. The Second Ghost heißt dieses Play. Dieses Game, nicht dieses Play. Und ja, wir legen mal los. Mr. Jack Ice, Tobias Street 17, London. Sehr geehrter Mr. Ice, mein Name ist Dr. Frederick Pendergast. Und ich bin meines Zeichens der Familienanwalt der Evertons auf Everton Island in Cornwall. Es ist meine traurige Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass seine Lordschaft Sir Charles August Everton am vergangenen Mittwochnachmittag unerwartet verstorben ist. Als Nachlassverwalter seiner Lordschaft ist mir bei der Durchsicht seiner Unterlagen ein Brief in die Hände gefallen, der im Falle des Ablebens seiner Lordschaft direkt an Sie weitergegeben werden soll. Des Weiteren muss ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass seine Lordschaft Sie in seinem Testament großzügig bedacht hat. Diese Umstände machen es notwendig, dass Sie sich am 13. dieses Monats auf Everton Island einfinden, um an der von mir zu vollstreckenden Testamentseröffnung teilzunehmen. Von Paddington aus fährt vormittags ein Zug, der Sie binnen weniger Stunden nach Cornwall bringt. Im Hafen von Land's End werden Sie von einem Schiffer namens Blyton in Empfang genommen, der Sie mit seinem Boot zur Insel übersetzen wird. Ich freue mich schon darauf, Sie persönlich kennenzulernen und verbleibe bis dahin in freudiger Erwartung. Hochachtungsvoll, Frederick Pendergast. Okay. Let's play. The Second Ghost. Lasst uns starten. Eiskalt serviert. Episode 1. So. Gehen wir mal als erstes hier hin. Bootsmann. So. Das ist nicht möglich. Ich geh mal in die Tür rein. Ich kann da nichts Besonderes entdecken. Angelrute? Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Nimm dir mal die Angelrute. Leider habe ich diese Fähigkeit nicht. Dann geh mal in die Tür rein. Finger da weg! Solange der Bootsmann da steht, komme ich nicht hinein. Boah, Junge, dann gib mir noch ein paar auf die Schnauze. Komm, Junge. Das war auch 1923 schon strafbar. Tja. Mal sehen, ob das klappt. Das wird hier wohl der Bootsmann sein. So wie der nach Schnaps stinkt, scheint er ordentlich einen über den Durst getrunken zu haben. Brrr. Map oder was ist das? Ah ja. Gehen wir weiter. Vielleicht sollte ich mich erstmal nach dem Weg erkundigen.
machst mir Angst. Weißt du das eigentlich? Ah, jetzt habe ich es kapiert. Sir! Guten Abend, Sir. Guten Abend, Sir. Was treibt denn jemanden wie Sie bei so einem Sauwetter auf dieses gottverlassene Eiland? Ich bin hier auf Einladung von Mr. Pendergast. Hm. Dem alten Pendergast verdanken Sie die nassen Klamotten also. Gehen Sie hinter die Hütte, einfach den Pfad drauf. Oben halten Sie sich dann links. Nach einer Viertelstunde sind Sie dann beim Schloss. Danke, Sir. Danke, Sir. Keine Ursache. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht den Hals brechen. Bei so einem Wetter ist der Weg oben auf den Klippen nicht gerade ungefährlich, Sir. Was können Sie mir... Ich komme später wieder. Jo, immer gern, Sir. Auf geht's in den auf die Klippen oder in die Klippen. Mein lieber Jack, du kennst mich nicht und wenn dich dieser Brief erreicht, werden wir auch leider nicht mehr Gelegenheit haben, uns persönlich kennenzulernen. Es würde den Rahmen dieses Briefes sprengen, dir jetzt alle Einzelheiten zu erklären. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werden alle deine Fragen beantwortet werden. Vorerst musst du nur so viel wissen, dass es in meinem Besitz etwas gibt, das den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern kann. Wir nähern uns dem Schloss. Das Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit, die ich und dein Vater gemeinsam angestellt haben. Dein Vater war mir immer ein treuer Freund und der einzige Mensch, auf den ich mich verlassen konnte. Jack, ich habe besagten Gegenstand sehr gut versteckt, um zu verhindern, dass er in falsche Hände gerät. Um ihn zu finden, musst du eine Reihe Rätsel lösen, die dir Hinweise auf sein Versteck geben werden. Achte bei deiner Suche immer darauf, niemandem zu vertrauen. Okay. Bleib doch mal irgendwann stehen. Blub, 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 blub. Boah, ich finde das Spiel so geil. Ist richtig lol. Mein lieber Jack. Halloween! Halloween Horror! Oh. Sir. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Sie wünschen? Ice. Jack Ice ist mein Name. Sind Sie der Butler des Hauses? Das ist richtig, Sir. Wilkins. Wilkins. Wilkins ist mein Name, Sir. Ich wurde für heute Abend von Mr. Pendergast hier ins Schloss gebeten. Es tut mir leid, aber leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Mr. Pendergast heute am frühen Nachmittag verstorben ist. What the hell? Mr. Pendergast ist tot? Wie... Woran ist er denn so plötzlich gestorben? Es tut mir leid, Sir. Aber darüber kann ich Ihnen leider keine Auskunft erteilen. Vielleicht sollten Sie sich besser mit Inspektor Snippet darüber unterhalten, Sir. Danke. Inspektor Snippet? Wer ist das? Und wo finde ich ihn? Treten Sie bitte ein, Sir. Ich werde dem Inspektor darüber informieren, dass Sie hier sind. Nicht schlecht. Folgen Sie mir bitte zum Salon, Sir. Hose rutscht. Echt geiles Game, echt. Inspektor? Hier ist soeben ein Mr. Ice für den verstorbenen Mr. Pendergast eingetroffen. Schicken Sie ihn doch bitte zu mir herein. Sehr wohl, Sir. Bitte treten Sie ein, Mr. Ice. Hi. Ich liebe dich. Sie sind also Mr. Ice, wenn ich recht informiert bin. Das ist richtig, Sir. Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen müssen, Mr. Ice. Wie dem auch sei. Sicherlich haben Sie bereits von den Geschehnissen hier gehört. Ich weiß zwar nicht genau, was passiert ist, Sir, aber soweit ich weiß, wurde Dr. Pendergast getötet. Das stimmt. Deshalb werden Sie bestimmt auch Verständnis dafür haben, wenn ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen muss. Aber natürlich, Herr Inspektor. Also gut. Meine erste Frage wäre, woher kannten Sie den verstorbenen Lord Everton?
Eigentlich kannte ich den Lord gar nicht, Sir. Bevor ich den Brief von Mr. Pendergast erhielt, hatte ich noch nie zuvor von ihm gehört. Tatsächlich? Was für ein Brief war das? In dem Brief informierte mich Dr. Pendergast, dass Lord Everton mich in seinem Testament bedacht hätte und ich heute Abend hier wegen der Testamentseröffnung erscheinen müsse. Finden Sie das nicht, wie soll ich sagen, auch ein wenig seltsam, Mr. Ice? Mehr als das, Sir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von der ganzen Sache zu halten habe. Nun, Mr. Ice, ich habe das Testament im Zuge meiner Ermittlung vor etwa einer halben Stunde gelesen. Lord Everton hat Sie in diesem Testament nicht nur bedacht, sondern Ihnen seinen gesamten Besitz hinterlassen. Wussten Sie das? Bitte, wie? Das kann nicht sein. Dabei muss es sich um ein Missverständnis handeln, Herr Inspektor. Keinesfalls, Mr. Ice. Hier steht es schwarz auf weiß. Ich habe bereits einen anderen Anwalt vom Festland angefordert, der die Echtheit des Testaments bestätigen soll. Dann hoffe ich mal... Das hoffe ich auch, Mr. Ice. Würden Sie mich nun bitte entschuldigen? Ich muss noch einen Teil der Beweise sichern. Klar. Mr. Ice. Danke, Sir. Tschüsschen. Oh, sorry. So, wo wollen wir dann mal hin? Die Treppe hoch oder was? Was gibt's denn hier? Kommode? Dann gehe ich mal hier die Treppe hoch. Ja, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich das anstellen soll. Also kannst du auch noch nicht mal eine Treppe hochgehen. Sicher, in meiner Tasche ist bestimmt noch Platz. Was gar nichts damit zu tun hat, wenn ich mal Polizei anrufen werde. Und kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, reicht. Die Leitung scheint tot zu sein. Ja. Und sprechen. Wer hat den Mord an Mr. Pendergast entdeckt? Elizabeth, die Haushälterin, fand ihn, als sie in der Bibliothek Staub wischen wollte. Und wie spät haben Sie ihn zum letzten Mal lebend gesehen? Das war gegen 15 Uhr, Sir. Ich hatte ihm gerade eine Tasse Tee gebracht. Was machte er in der Bibliothek? Als ich ihn verließ, saß er am Schreibtisch über seinen Unterlagen. Er schien in seiner Arbeit vertieft zu sein, Sir. Wissen Sie, wie er ermordet wurde? Inspektor Snippet sprach von Gift, Sir. Angeblich soll es sich in dem Tee befunden haben. Oh, schön. Er starb also durch den Tee, den Sie ihm kurz zuvor gebracht hatten? Ich versichere Ihnen, Sir, der Tee war in Ordnung. Ich selbst hatte kurz zuvor eine Tasse davon zu mir genommen. Wer ist eigentlich dieser... Er ist der Hausarzt der Familie Everton. Woher kommt er eigentlich? Er hat eine Praxis drüben auf dem Festland. Wie lange kommt Dr. Ward schon zu Ihnen auf die Insel? Seit 8 oder 9 Jahren, Sir. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er dessen Praxis drüben in Land's End. Der Vater war auch schon der Hausarzt der Familie? Das stimmt, Sir. Danke, Sir. Bitte, Sir. Warte mal. Hallo, geh doch mal in die Küche. Perfekt. Na? Kochst du für mich Suppe? Du siehst ja so geil aus. Das riecht aber gut. Was wird es denn, wenn es fertig ist? Hat Braten mit Kartoffeln und Rotkohl, Sir. Jetzt noch möchten mit Sie Augen schon auf? Einmal eine Portion probieren, Sir? Nein, danke, Madam. Im Augenblick verspüre ich keinen Hunger. Wer soll's Ihnen verdenken, Sir? Bei all der Aufregung hier im Haus wundert's mich, dass überhaupt noch jemand etwas isst. Ich verspreche Ihnen, wenn es fertig ist, nehme ich eine extra große Portion. Sie Schmeichler, Sie. Oh, Sie klingen ja schon fast wie meine Mutter. Was können Sie mir über den Butler erzählen? Wilkins. Er ist ein... Wissen Sie, was für eine Reise das war? Nein, Sir. Seine Lordschaft reiste sehr viel. Wohin er reiste und warum, kann ich Ihnen aber wirklich nicht sagen. Ich komme später wieder. Bis dann, Sir. Tschüsschen. Hi. So, jetzt sind wir hier draußen. Das ist das Heizungskeller. Vielleicht finden wir ja da jemand.
Oh ja. Kohlenschaufel. Was ist hier? Eisentür. Sehr gruselig ist es hier. Verschlossen. Das ist nicht gut. Fenster. Kannst du das aufmachen? Wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Tja. Oh, so wird das nichts. So kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass du nicht mehr rauskommst. So funktioniert das leider nicht. Wie denn? Wohl kaum. Danke. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Das kann ich nicht nehmen. Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Geht doch. Wo sollen wir denn mal reingehen dann? Ja, wir gehen in den Komposthaufen. Nein, wir gehen zum Innenhof. Ich bleib da wieder stehen, weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, ich weiß. Tür? Verschlossen. Ja, klar, das Thema. Verschlossen. Also hier waren wir jetzt schon drinne. Vielleicht gehen wir da noch mal gucken. Zimmer Lord Avaton. Gehen wir mal rein. Ich soll bitte rein? Ah. Verschlossen. Ah, vielleicht hier? Bitte sei offen. Verschlossen. So funktioniert das leider nicht. Wenn du... Außer ein paar alten Vorhängen enthält sie nichts. Das? Eine Holztruhe. Das war mir klar. Ah, guck mal an, hier. Gretel steht da. Guten Abend, Madame. Guten Abend. Sie sind doch sicher der junge Mann, den mein Bruder in seiner unendlichen Weisheit zum Alleinerben ernannt hat? Sieht fast so aus, Madame. Wenn ich auch sagen muss, dass mich diese Situation doch ein wenig peinlich berührt. Machen Sie sich nichts draus, Mr. Ice. Spätestens, wenn mein Anwalt sich um diese Angelegenheit gekümmert hat, sitzen Sie wieder im Zug nach London. Haben Sie etwa geglaubt, dass ich mir den Familienbesitz von einem dahergelaufenen Bastard wie Ihnen einfach so wegnehmen lasse? Bastard. Brrr. Entschuldigung, Madame? Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, jetzt ausfallen zu werden. Schließlich kann ich für die momentane Situation ebenso wenig wie Sie. Pah, eine Situation, nennen Sie das? Ich würde eher sagen, dass es sich wohl um einen sehr schlechten Scherz handeln muss. Auch bin ich davon überzeugt, dass Sie, wie auch immer, nicht ganz unschuldig an dieser Situation sind. Vielleicht haben Sie das alles auch schon lange im Voraus geplant? Das glauben Sie doch wohl selbst nicht, oder? Ihr Vater war auch genauso ein Tu-nicht-gut, der immer... Jedenfalls habe ich jetzt weder die Zeit noch die Lust, das mit Ihnen zu diskutieren. Okay. Sie haben meinen Vater gekannt? Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun.
Tschüsschen. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Jetzt nicht, junger Mann. Boah, hast du einen geilen Arsch. Ey, das sagt man nicht. Ja, du mich auch. Woher sie meinen Vater wohl gekannt haben mag. Ja, ich werde hier einen Save machen, einen... Speicher das Ganze hier ab. Wir sehen uns bald wieder. Ja, dann macht's mal gut. Und bis zum nächsten Mal.